Hi Florenz, guten Morgen aus Altwindeck, aus meinem Garten. Rückblickend auf meine Beobachtungen der vergangenen 2 Wochen im Bundestag ein kleiner Nachtrag. Was bedeutet der Einsatz des Bundestrojaners konkret? Wenn Sie mit Ihrem Freund oder Freundin, Ehemann oder Ehefrau telefonieren, eine WhatsApp-Nachricht schicken oder Vertrauliches per E-Mail, ist dem Hacker in der Nachbarschaft Tür und Tor geöffnet, Ihre vertrauliche Kommunikation mitzulesen oder zu hören. Dazu reicht es bereits, wenn ein Laptop oder ein Telefon auf dem Tisch liegt. Sie können über Ihr Mikrofon abgehört werden, über die Kamera unbemerkt gefilmt, Ihr Standort über GPS ermittelt werden. Ein anderer hat die Kontrolle über Ihr Handy. Wie kommt aber der Trojaner auf Ihr Handy, Computer oder Laptop? Sicherheitslücken, die normalerweise von Softwarefirmen geschlossen werden, bleiben künftig von Staats wegen geöffnet. Durch dieses Einfallstor kommen auch Computerverbrecher an ihre Daten, die sie abgreifen und sie erpressen können. Hacker konnten kürzlich erst ganze Rechenzentren lahmlegen und gegen Lösegeld die Freigabe wichtiger Unternehmensdaten erpressen. Das schadet der Wirtschaft und bringt möglicherweise auch ihren Arbeitsplatz in Gefahr. Mit dem Einsatz eines Bundestrojaners möchte CDU und SPD angeblich Straftaten verhindern, indem die Möglichkeit geschaffen wird, sich in die Kommunikation einzuhacken. Alle, die jetzt noch sagen, ich habe nichts zu verbergen, möchte ich Folgendes entgegnen. Die Regierung ist meines Erachtens nicht an ihrer Sicherheit interessiert, sondern an der Kontrolle über ihr Leben. Die Möglichkeit, über Internet Protestmengen zu generieren, macht unsere Regierung offensichtlich Angst. Nur mit der Zensur der Meinungsfreiheit und Opposition strittiger Geister kann sich die Regierung wohl vorausschauend wehren. Ihnen kommt das bekannt vor? Sie denken jetzt an Stasi, DDR und Nordkorea-Regime? Kriminelle finden immer neue Wege der gesicherten Kommunikation. Klassische Überwachung mit mehr Kriminalbeamten und gezieltes Abhören mit Richtfunk dürfte effektiver sein als mit einer Technik, die sich überholt hat, sobald die Politik dazu etwas erlassen hat. Sprechen Sie Ihren Abgeordneten vor Ort an, beschweren Sie sich und geben Sie der Freiheit eine Chance. Mit Ihrer Stimme für die FDP am 24. September.